So, 19 Uhr. Dann zeig mal her. Ah, hier. Food versus Spieler-Items haben zwei unterschiedliche Versionen. Versus Feuer und versus Eis. Jede Version enthält ein unterschiedliches Dauer-Upgrade anhand ihres Spielstils, ihrer Stärken und ihrer Schwächen. Suche jetzt auf dem Transfermarkt nach versus Spieler-Items. Ah, guck mal. Da haben die schon den Gabriel Jesus geleakt, der dann am Montag kommt. Der Jesus, der am Montag kommt, hat weniger Tempo, dafür mehr Schießen und dann vielleicht auch andere Skill-Moves oder andere Weakfoot-Dinger. Okay. Hä, finde ich aber sogar viel geiler. Real Talk. Weil einige gerade meinten, Idee vom Event ist geil, aber Umsetzung scheiße. Hä, ich finde das sogar viel geiler, dass wenn sich auch noch Skills und Weakfoot verändern, sich auch noch so leicht die Kartenstats verändern. Weil ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht der Schießen Gabriel Jesus noch dann anstatt die 5 Sterne Skills die 5 Sterne Weakfoot hat. Hä, das Event ist übernice. Ist das endlich der Footmiss? Ja, ja. Okay. Okay. Die kriegen. Jetzt versteh ich's. Die bekommen nicht immer plus. Also die bekommen nicht instant irgendwas auf 5 Sterne, sondern immer plus 1 Sterne Weakfoot oder 1 Stern Skills. Jetzt verstehe ich das. Also bei Feuer ist Skill. Dann bekommt Nico Schulz wahrscheinlich von 2 Sterne Skills auf 3 Sterne, richtig? Wird ja Sinn machen. Nee. Hä? Aktuell ist Weakfoot? Feuer ist Weakfoot? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wer ist noch gekommen? Gabriel Jesus hat 5 Skills. 4 Skills. Ice Weakfoot. Ah, ist Schulz ne. Ach so. Ich hab's verstanden. Jetzt bin ich drin. Weil. Es ist nicht random. Okay. Jetzt versteh ich's. Das gucken wir uns gleich an. Jetzt versteh ich, Chat. Weil. Der Schulz müsste dementsprechend eine Eiskarte sein, richtig? Nico Schulz. Nee, ich blick immer noch nicht durch. Hä? Also bei Feuer gehen Skills hoch. Nee, was? Nein, was? Hey! Ey, Digga, bin ich so... Feuer gehen Weakfoot hoch, richtig? Und Eis Skills. Also müsste Gabriel Jesus eine Eiskarte sein. Hä, der ist ja auch Feuer. Nee, Digga, ich blick gar nicht mehr durch. Digga, was für Feuer, was für Eis, Alter. Bin ich hier bei Avatar oder was? Also es ist einfach random. Das erste Team ist Team Feuer. Und entweder haben die Spieler 1 Stern Weakfoot mehr oder 1 Stern Skill mehr. Und bei Eis ist es auch so. Hä, aber eigentlich dumm. Real Talk. Eigentlich dumm, ehrlich. Eigentlich wirklich dumm. Wäre doch schlauer gewesen. Hätten die gemacht, alle Spieler, die Feuer sind, haben 1 Stern Skill mehr und alle Spieler, die Eis sind, haben 1 Stern Weakfoot mehr. Ja, es wäre auch viel einfacher gewesen. Es hätte ja viel mehr Sinn gemacht. Aber gut, ändert ja nichts daran, dass die Karten halt trotzdem nice sind. Am Mittwoch kommt Erde ja, und am Freitag kommt Luft, heiße Luft, weil bis auf Ahn gibt es keine Luftbändiger mehr. F in den Chat. So, er hat Doppel-4. Digga, okay, ich versteh's wirklich nicht mehr. Bruder, kann mir bitte einer das Event erklären? Also das Event ist cool, aber ich versteh's nicht. Also bei manchen Spielern wird bei Feuer Skills geupgradet, bei manchen wird Weakfoot geupgradet, bei manchen wird gar nichts geupgradet. Frag mich nicht, keine Ahnung. Wer ist noch gekommen? Ist nicht Valverde gekommen? Kranke Karte übrigens. Ja, der hat einen. Oha. Bruder, wie krass ist denn Valverde? Und ich glaube, Rashford soll der heftigste sein, ne? 87 schießen. Ja, bei ihm gab es auch keinen Skill-Move oder so. Okay, also. Nochmal zum Verständnis. Ich weiß jetzt, wie das Event funktioniert. Ich habe es jetzt durchgeblickt. Also. Es ist einfach so, dass Feuer- und Eiskarten sich unterscheiden. Das heißt, von jedem Spieler werden 2 Versionen released. Zum Beispiel,
Ja, Chat, ich glaube, EA hat es nicht unlogisch gemacht oder das irgendwie verkackt, sondern einfach anhand der Leaks dachte man, dass jeder Spieler sich nur in Weakfoot oder Skill unterscheidet. Aber es ist einfach alles Mögliche. Also, wen nehmen wir mal als Beispiel? Den Pulisic hier zum Beispiel, bei der SBC. Deswegen sind Leaks Müll. Naja, Leaks sind generell Müll, weil das halt voll die Vorfreude zerstört. Ich würde es auch feiern, wenn es keine mehr geben würde. Aber wenn du, wie heißt es? Wenn du halt auf Social Media unterwegs bist und das halt dein Job ist, dann kommst du halt nicht an den vorbei, ne? Also, wir haben hier bei dem Pulisic zwei verschiedene Spielertypen. Das ist so ein bisschen wie Rule Breaker auf Crack, kann man das Event eigentlich nennen. Entweder nimmst du den Pulisic, der ein bisschen mehr Schießen hat, oder du nimmst den, der ein bisschen mehr Passen hat. Musst du dich entscheiden. Und gleichzeitig haben die Spieler, nicht alle, noch einen Unterschied zwischen Skill Moves und Weak Foot. Also so ist es eigentlich erklärt. Und auch so ist es bei den Feuer- und Wasserteams. Also es ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass alle Feuerkarten 5 Sterne Skills haben, alle Wasserkarten 5 Sterne Weakfoot, sondern es kann sich immer unterschiedlich verändern. Also bei Valverde zum Beispiel glaube ich, dass der Typ, kann ich mir vorstellen, wird, würde ich sagen, dass seine zweite Karte dann weniger verteidigen, aber dafür mehr Schießen hat. Kann ich mir vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die zweite Karte von Valverde dann nicht 4 Sterne Skills hat, sondern vielleicht 5 Sterne schwacher Fuß und dafür halt mehr Schießen oder so. So, und bei Zielen sollen geile Karten... Oh, guck mal, da hat man es gerade schon im Ladescreen gesehen. Oha, geil aber, ne? Das ist mies cool. Ohne Scheiß, ich finde das Event nice. Also das ist wie das Rule Breaker Event in geiler. Finde ich nice. Finde ich sehr nice. Du kannst dir halt einen Tagliafico aussuchen. Entweder mit mehr Defending oder mit mehr Dribbling. Und bei Everton kannst du mehr Schießen oder mehr Passen nehmen. Ähnlich wie bei Pulisic. Haben die auch... Bei Tagliafico glaube ich es nicht. Aber vielleicht hat Everton... Hat er auch Skill-Moves da einen Unterschied? Nur ohne Downgrade. Ja, ja, klar. Also ich persönlich finde es sehr geil. Wie findet ihr die Karten? Wie findet ihr das Event? Ich finde es mies nice. Was hat er? 86, ne? Also ich habe es ein bisschen anders mir vorgestellt. Aber ich finde es trotz allem sehr nice. Also, der mit 87 passen hat 4-3. Und der auch, okay. Also hier ist zum Beispiel einfach nur Schießen und Passen vertauscht. 4,5 von 10? Findet ihr ehrlich scheiße? Ich finde es mies geil. Also ich habe es mir, wie gesagt, anders vorgestellt. Ich dachte, es ist halt rein Skill-Moves und Weakfoot. Aber ich find's nice. Tagliafico. Okay, hier glaube ich auch nicht. Nee, auch 3-2. Ist halt nichts Neues oder Besonderes, leider. Ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, wir haben einfach durch die Leaks, also bei mir zum Beispiel, ich bin einfach mit einer anderen Erwartung an das Event rangegangen. Also ich habe halt gedacht, dass es anders sein wird. Ich find's mies geil. Also Real Talk, das Adidas-Event habt ihr Brief und Siegel von mir, da ist heftig scheiße gewesen. Aber dem Event eine 4 von 10 zu geben, finde ich nicht. Also ich würde dem Event Stand jetzt vom Kartenrelease eine 8 von 10 geben. Also das Einzige, was ich wirklich auszusetzen habe, bin ich ehrlich zu euch, dass es halt keinen tieferen Sinn dahinter gibt, ob du eine Feuer- oder eine Eiskarte bist. Das finde ich so ein bisschen verwirrend daran. Und das wäre auch tatsächlich mit mein größter Kritikpunkt. Dass du halt nicht weißt, ah okay, das ist jetzt eine Feuerkarte und Feuerkarten haben irgendwie eher so mehr Schießen, sind eher offensiv, weil Feuer ja auch irgendwie für Angriff steht, haben vielleicht mehr Skills oder so. Und Eiskarten sind dann eher so ein bisschen defensiver, haben eher Weakfoot oder so. Das verstehe ich halt nicht so ganz. Aber ich finde das Event auch grundsolide. Die Karten sind doch nicht scheiße, willst du mich rollen? Guck dir mal an Koundé an. Guck dir mal Gomez an. Valverde, Rashford, Gabriel Jesus. Und Chat, ihr könnt mich wieder blamen. Es gibt ja genug Leute, die sagen, hey Broski, du nimmst immer den Schwanz von EA im Mund. Ich kann meine Stimme nicht verstellen, weil heiser. Es gibt immer Leute, die mir unterstellen, ich lobe die Events extra oder muss die Events loben, damit ich cool mit EA bleib. Aber ganz im Ernst, ich finde das Event mies geil, weil halt auch wieder Spieler genau auf den Positionen gekommen sind, wo du was gebraucht hast.
Bundesliga, Rechts- und Linksverteidiger, gab es keine coole Special Card, um ein Team zu bauen. Sind welche gekommen. Premier League, es gab keinen richtig geilen spielbaren Premier League Stürmer. Ist gekommen. Das gleiche, Premier League Linksaußen, gab es bis auf Son, der für mich eher eine zentrale Karte ist, jetzt auch nicht einen heftigen Spieler. Valverde geil zum Linken. Koundé überragend für La Liga. Hä, Digga, ich finde das Event mies geil. Keine Ahnung. Ist mir scheißegal, wenn jetzt wieder Leute meinen, ich muss irgendwie eher Schwanz blasen oder sonst irgendwas. Also ich gebe euch recht, das Adidas-Event war das schlechteste Event, was ich jemals gesehen habe. Real Talk. Da halte ich die Fahne hoch. For real. Real Talk, ich finde das Event nice. Wenn ihr das scheiße findet, findet das scheiße. Ich find's geil.